Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty World War II in Open Beta und zwar auf dem PC. Ich habe mir vorgenommen, wir gehen noch ein paar Matches hier durch, beziehungsweise ein paar Modi. Und wir gehen jetzt einfach mal in den Modi Krieg. Attack or defend a set of objectives to complete your mission. Spieler 10 bis 12, Zeitlimit ist unbegrenzt und Punktelimit ist auch unbegrenzt. Also, das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. So, mögliche Spiele gefunden, haben wir drei. Gehen wir mal rein. Also, ich habe jetzt in der ganzen Zeit schon wieder nicht mehr gespielt gehabt, sondern ich habe jetzt nur wirklich gespielt, wo ich jetzt auch aufgenommen habe. Also die drei Folgen jetzt von davor. Und ich habe keine Ahnung genommen, was mich sonst noch erwartet in diesem Spiel. Kann ich einfach auf fertig drücken? 7 von 12. Okay, vielleicht warten wir noch mal ganz kurz. Und ja, ich habe auf jeden Fall vor, noch ein bisschen was aufzunehmen heute. Also jetzt zumindest noch diesen Modi, also Krieg. Und Moshpit, glaube ich, gibt es noch. Gucken wir uns auf jeden Fall dann auch noch an, dann aber in einem gesonderten Video. Ja, mal gucken, weil sie sonst noch so aufnehmen, jetzt so lange, wo die Beta noch läuft. Weil es macht mir echt viel Spaß und ja, mal gucken, dass an jedem Tag eine Folge rauskommt. Okay, Match startet in 7 Sekunden. Lohnt sich jetzt für mich auch nicht mehr so großartig zu schneiden. Hätte ich auch nicht schneiden können, aber naja, konnte ich wenigstens ein paar Informationen in diesem Video noch unterbringen. So. Lädt hier zumindest Kriegoperation Breakout. Verteidigen Sie alle Missionsziele. Ich habe mal gehört, der soll so ungefähr sein wie Rush bei Battlefield. Dass man verschiedene Punkte einnehmen muss, mehr oder weniger. Und diese gestalten sich unter Umständen auch anders. Also man hat nicht immer dasselbe. Also man muss jetzt nicht immer irgendwie was zerstören oder irgendwas einnehmen. Manchmal muss man glaube ich auch irgendwie was transportieren oder begleiten. Ich würde sagen, wir fangen an mit Infanterie. Okay. Ich hoffe mal, dass es heute ein bisschen besser läuft als bei den anderen Videos davor. Und unsere Flakgeschütze verteidigen können. Alles klar, machen wir. Diese Batterie wird feindliche Bomber vom Himmel fernhalten. Verteidigt den Kommandoposten mitsamt den darin lagernden Geheimnissen. Lol, wie geil. Alles klar. Hab einen. Alles klar. Die Werkstatt! Da war noch gerade einer, oder? Kann ich noch mehr aufbauen? Ich will mehr aufbauen. Ne, da kann ich nur irgendwas machen. Kann ich mir rechts und links lehnen? Auch nicht. Kann man hier die Türen nicht aufmachen? Ja, ja, ich mach ich ja. Was macht der da? Hat den Kap. Oh! Ich wollte das Ding abmachen. Ups. Alles klar, weiter geht's. Umkämpft haben wir's. Links sehen wir eine Anzeige. Verteidigen Sie den Kommandoposten. Davon, dass er heute ein bisschen flüssiger läuft. Obwohl es jetzt noch nicht gerade wirklich danach aussieht, aber ich gucke gleich nochmal nach in den Einstellungen. Sie dürften den Kommandoposten nicht überrennen! Ich habe bei mir eigentlich alles hochgestellt. Von der Grafik her dürfte es eigentlich kein Problem sein. Der CPU ist halt leider bei mir schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und der könnte sein, dass es da vielleicht zu ein paar Komplikationen kommt. Schauen wir gleich mal nach. Da kommt ja nochmal irgendwie einer an. Ein bisschen langweilig hier. Oh, links! Alles klar. Links, und ich habe ich dem angesagt. Einen Moment, ich muss mal eben ganz kurz etwas gucken. Das hier, alles klar. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Hoffe ich jetzt mal. Nein, jetzt habe ich es richtig. Eine Sekunde. Einmal mit Profis! Sie nehmen den Kommandoposten ja, ein! Ich bin hingelaufen hier. Okay, jetzt ruckelt es zu mir. 2 Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind. Ja, ja, ich bin ja schon da. Wow, die stehen ja wirklich alle da. Verdammt, die stehen ja schon alle. Okay, die räumen uns gerade ab. Nicht gut. Die haben 78%. Sie greifen den Kommandoposten an. Was, kehren die zur Brücke zurück? Haben die uns eingenommen? Der Feind hat unseren Kommandoposten eingenommen, aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Okay, wir müssen uns zurückziehen. Der Feind die von uns zerstörte Brücke repariert, sonst kann ja Panzer vorrücken. Alles klar, Brücke darf jetzt nicht repariert werden. Also die verschiedenen Modi, die man hat. Von wegen,
müssen die zum Beispiel eine Brücke zusammenknüppeln. Moment, wo baut er die Brücke zusammen? Warte, der baut die eine Brücke. Die Brücke ist halb fertig. Wie schnell bauen die eine Brücke auf? Ich sehe von oben nichts. Wo war der? Mist. Der baut die eine Brücke auf. Brücke. Wenn man einen Sniper hat, du bist ein Sniper. Ja, mach mal weg. Er ist geschenkt. Verhindert, dass der Feind die Brücke repariert. Boah, ich mach auf! Ja, mein. Die legen sich einfach dahin. Oh, Moment, ich muss kurz nachladen. Moment, nichts machen. Ja, ich glaube nicht, Tim. Da kommt einer angekrochen. Ich glaube nicht. Jetzt hat er eine Brücke gebaut. Ich hab nicht mehr viel. Lass mir die Brücke nicht wieder richten! Wir haben die Brücke aufgebaut. Oh nein. Alles klar, zurückziehen. Der Feind hat die Brücke gebaut, aber wir kämpfen weiter. Verstärkungen sind unterwegs. Verteidigt das Munitionslager. Wenn es zerstört wird, verlieren wir die Munition für unsere Flankgeschütze. Und wie weit muss ich mich denn hier zurückziehen? Hallo, ich war doch schon über die Linie drüber. Okay. Schützt das Munitionslager! Munitionslager verteidigen, machen wir. Wir können jemanden aufbauen. Bau. Fertig. Guck, wie die Mauernteile hier angeflogen kommen. Gebaut. Seh nichts. Das Munitionslager nicht zerstören! Na Mist. Kann auch den nicht nachladen gerade. Eine Bombe wurde bei unserem Munitionslager platziert. Mach kein Mist. Ach komm, so näher. Entschärft die Bombe! Okay, muss erstmal reinkommen in den Spielmodus. Verstärkung kommen, um das Munitionslager zu schützen. Deaktiviert die Bombe! Ich brauche mehr Munition! Wo ist die Bombe? Schnell, entschärft die Bombe! Mach ich doch. Moment, kurz den Enigma-Code eingeben. Wir haben Hammer. Die Bombe entschärft! Und ja, ich weiß es. Richtig gewesen, aber. 2 Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind. Mein Gott. Was? Wieso von hinten an? Da baut einer die Bombe auf. Die Bombe! Kümmert sich hier doch mal einer drum. Lol. Was steht denn da oben drauf? Das Munitionslager! Der geht da nicht runter! Wie viel hält der aus? Okay, der hält einiges aus. Wir haben eine Bombe in unserem Munitionslager platziert! Oh, da ist einer! Auf diese Bombe! Oh, es geht ran! Noch eine Minute! Ja, weiß ich ja, ich renne schon. Wir haben die Bombe deaktiviert. Schön. Ja. Okay, endlich eine Kartoffel. Wie lange haben wir noch? 40 Sekunden. Er ist geschenkt. Da oben ist keiner drin, ne? Noch 30 Schwitz. Sekunden. Okay, ich bin Platz 2. Da steht der eine AFK hier rum. Da können wir keinen Krieg gewinnen. Komm los. So. Noch 10 Sekunden.
gemacht. Wir haben das Munitionslager lange genug gesichert. Die Verstärkungen sind da. Ja, mehr oder weniger easy. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, mal gucken, ob wir jetzt angreifen müssen. 2,28, 1,33, okay. So, wie könnte man am besten angreifen? Ich würde am liebsten nochmal hier drauf gehen. Kommen wir hier nochmal auf Expedition. Wir müssen echt angreifen. Wir müssen eine Batterie von Luftabwehrgeschützen zerstören, die unsere Bomber vom Himmel holt. Wir müssen alles klar. Durch Feindgebiet und diese Geschütze ausschalten, bevor die machen wir. Verstärkung bekommen. Das ist easy. Oh, ich bin Platz 9. Nee, Platz 9 sei schon Rang 9. Okay. Okay, wir machen Party. Wir laden mal den Brand. Und wer ist leck? Ich habe gehört, es soll bei einigen Leuten lecken. Also. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so viel negative Kritik. Leute. Okay, vielleicht ist Shotty doch nicht so gut. Oder ich muss einen anderen Weg nehmen. Okay, da ist ein Sniper-Ding. Kommen wir hier durch. Oh, hier ist auch noch ein Weg. Lululu. Hallo? Moment, komm mit hier durch. Kämpft um den Kommandoposten! Scheiße, alles leer! Sie bewegen sich! Okay. Ach verdammt. Shit, kam bei einer Ecke. Wie kann ich denn wechseln? Gebirgspanzer. Ja, nehmen wir doch lieber das. Bin ich vielleicht doch nicht so gut. Der Schotti. Haben wir den. Ja, die kommen rot durch, wie es aussieht. Lol. Lol. Bajonettangriff mit Q. Habe ich noch nie ausprobiert. So geht das also, alles klar. Na, da hängt er in der Ecke. Als ob ich da gewusst hätte, dass da irgendwie einer hängt. Kommt mit. Nein, ich hätte einfach gut drücken sollen. Darf ich hier weitermachen? Achso, drücke mal Leertaste. Da ist einer! Okay, ich gehe nicht mehr in der Mitte durch. Ich gehe rechts rum. Damit rechnen die Deutschen nie. Ich darf sowas sagen. Also, nein, aber. Ihr versteht das schon. Zweiter Weltkrieg. Ich hab da rein. Geh rein! Das Ding ist leer. Leute, kommt rein. Oh. So. Und wenn ich da nicht auf Platz 1 komme, dann würde ich auch mal sagen. Wir haben den Kommandoposten eingenommen. Die Daten der Deutschen helfen uns, den Krieg zu gewinnen. Errichtet eine Brücke und ersetzt die, die die Deutschen zerstört. Komm ich hier durch? Gar nicht. Was? Irgendwie an der Ecke rum. Der Buschcamper. Glaubt das nicht. Okay. Oh, mal eine Brücke aufbauen. Aber ist langsam gut da unten. Na los, Soldaten, baut die Brücke! Kackendreif, Kackendreif. Mitbauen. Nicht treffen. Wir müssen eine Brücke bauen. Ich hab einen Hammer in der Hand. Aua. Nee, das sollten wir hier in die Brücke weiterbauen. Krieg ich der Ding vom Kopf geworfen. Der Überwachungspunkt am Haus! Bau die Brücke, damit wir vorrücken können! Ruhe da oben!
komme ich hoch? Wie komme ich hier wieder hoch? Gar nicht. Bin runtergefallen. Der ist dann auch. Nicht hier. Ja, ja, lenk die mal schön ab. Genau, gut abgelenkt. Bin ich dran? Okay, fast. Ah, das ist ein Sniper. Wir müssen uns nicht echt um den Sniper kümmern. Wo ist der Sniper? Hä? Fällt mir ja lohnen. Ich glaube, den hat's erwischt. Der zeigt sich nicht. Alles klar. Wir brauchen also einen Sniper. Machen wir. Feind am Boden! Moment, ich hab den nicht gesehen, erzählt nicht. Die snipern alle rum und keiner macht mehr die Brücke. Toll. Okay, mit welcher Klasse habe ich Nebel? Also Rauchgranaten. Ich muss mal gucken, ob ich Rauchgranaten mitnehme. Tschüss. So. Was? Ich sehe halt nichts. Okay, zum Glück haben sie mich abgeballert. Weil da konnten die wenigstens die Brücke vorne weiterbauen. Ach, das Ding ist ja dann der. Ja, den legt er nur so komische Mine hin. Was? Wir spielen sonst keine Sniper. Aber wenn ich Sniper spiele. Verdammt, ich würde gerade sagen, dann aber richtig. Ungeschütztes Ziel! Nö. Mist. Ach Mist. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal. Das machen wir auf jeden Fall jetzt direkt nochmal. Verdammt. Ach, verdammt. 4 Minuten hatten wir. Mist. Ich muss gleich mal gucken, dass ich dann irgendwie taktisch auf Nebel wechsle oder so. Hier mit Rauchgranaten halt. Rauchgranaten irgendwie mitnehmen oder so. Zurück zur Lobby. Was soll ich in der Lobby? Ich will weitermachen. Gut, ich würde sagen, hier machen wir auf jeden Fall einen Cut. Bis dann, was ich mache, einen Cut. Und dann geht's auf jeden Fall gleich weiter. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe meine Ausrüstung ein bisschen geändert. Ich habe jetzt eine Rauchgranate dabei. Ich weiß nicht, ob sie so viel bringt beim Verteidigen. Ich glaube eher weniger. Und dann kann ich es jetzt auch nicht. Diese Batterie wird feindliche Bomber vom Himmel fernhalten. Alles klar. So, wir wollen direkt mal hier aufbauen. Braucht natürlich keiner. Bauen wir. Wir setzen uns ran und warten auf die Ersten. Achtet auf die Werkstatt! Ich schmeiße eine Granate! Mach das! Der ist auf jeden Fall dabei, der Typ. Zumindest der Synchronsprecher. Da ist keiner. Vielleicht komme ich von der Seite durch. Muss ich auch aufpassen. Verteidigen Sie den Kommandoposten, Soldat! Genau da. Gegner, wenn wir Gegner. Zeigen sich nur nicht. Was denn da?
Haben wir ihn angewackelt? Haben wir dieses Loch durch? Ja, da steht einer rum. Haben wir. Oh, da steht einer. Moment. War da noch einer hier? Genau der. Schützt den Kommandoposten. Machen wir. Ich auch. Oh, ich habe gar keine bei. Wer will ich denn keine bei? Aber ich habe auch bei. Stimmt. Sie nehmen den Kommandoposten. Das ist ja momentan nicht so wirklich viel. Zwei Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind. Hä? Wo? Ihr leckt. Moment, ich muss kurz nachladen. Die anderen sind dran. Moment, ich muss nachladen. Oh. Sie greifen den Kommandoposten an. Ja, ich komme ja schon. Wo steht der in der AFK da rum? Was soll denn der Kapist? Die Verstärkungen sind gleich da. Ich greife den Kommandoposten an. Ach, da steht er in der Ecke. Nett. Wo steht der wieder in der AFK rum? Kann man den irgendwie kicken? Guck mal hier an der Seite rein. Ich nehme den Kommandoposten ein. Oh, sehr schön. Mach mal die Tür auf. Verdammt. Okay. Der Feind hat unseren Kommandoposten eingenommen, aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Verhindert, dass der Feind die von uns zerstörte Brücke repariert, sonst kann ja Panzer vorrücken. Standardausrüstung, eigene. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich es. Standard und eigene. Ich kann eigene machen. Da unten rum. Moment. Muss mal kurz hier was aufbauen. Reparieren. Reparieren. So, kann ich aus dem Ding ran? Verhindert, dass der Feind die Brücke repariert. Im Sniper. Sniper! Ah, jetzt machen wir das neblig. Neblig. Oder nicht? Hey du, oben! Hey du! Wenn die Sniper wollen, dann können die halt Sniper. Lasst sie die Brücke nicht wieder errichten! Bauen eine Brücke! Scheiße. Okay, Sniper bringt einfach nur doch hier nichts. Ach, das Ding wird da hingelegt. Der Feind errichtet eine Brücke! Ja, wo denn? Man sieht halt nichts. Die Brücke ist im Bau. Zwei Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind. Okay, wir wechseln nochmal. Wir brauchen immer dickeres Panzer. Müssen wir durchsegeln. Können wir uns irgendwie aufstützen? Nicht. So, komm bauen. Bauen eine Brücke! Das? Nein, tun sie nicht. Haben sie aufgegeben, haben keine Lust mehr. Ja, okay, machen wir dann so. Die Brücke darf auf keinen Fall gebaut werden. Der Feind errichtet eine Moment, Brücke. Wo ist er? Der Feind hat die halbe Brücke fertig. Wieso kann er die halbe Brücke weiterbauen? Ich bin da am Rumballern. Die liegt nicht irgendwo hin. Die Brücke ist im Bau. Weg da. Noch eine Minute. WTF.
Bauen die Brücke immer noch weiter, die sind kacken dreist. Die auf die Brücke zu bauen. Da hinten, da ist er. Da versteckt er sich, da, genau da. Hab ich gesehen, komm da raus. Machen sie nicht. Okay, Moment, ich muss kurz fresh und nachladen. Sekunde, ja, mhm. Oh, ja, das kann ich dann. Da ist irgendwo einer. Die bauen eine Brücke. Nicht noch weiter. Och, kommt, Leute. Der Feind hat die Brücke gebaut, aber wir kämpfen weiter. Verstärkungen sind unterwegs. Verteidigt das Munitionslager. Wenn es zerstört wird, verlieren wir die Munition für unsere Flakgeschütze. Bau die Mauer auf. Bau die Mauer auf. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie klug ist. Irgendwie. Ich habe auch keine Ahnung genau, von wo die kommen können. Ob die auch von da kommen können. Oh, da sind sie. Ich verdammt, ich will hier drauf. Feind am Boden! Rein. Wir dürfen das Munitionslager nicht zerstören. Wieso steht denn da wieder eine AFK rum? Boah, Rini, Leute, mich auf. Batman. Was ist mit Batman? Wie kann ich denn hier? Party, Profil, alle stummschalten. Ja, kann man nicht, schade. Oh nein, ich habe nachgeladen für einen Schuss. Okay, dauert recht einen Moment, ich komme gleich. Diese Bombe! Verstärkung kommen, um das Munitionslager zu schützen. Die stehen da hinten irgendwo rum. Reaktiviert die Bombe! Da. Was spinnst du? Schnell entschärft die Bombe! Nein, schon durchrennen. Kurz mal wechseln. Noch Sekunden, 7. Bis unsere Verstärkung da sind. Na klasse. Okay, das war's nicht. Das war's. Rückfallen. Der Feind hat unsere Munitionslager zerstört. Aber die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Verhindert, dass der Feind eine. Ich schmeiße eine Granate! Weite unserer Flakgeschütze eskortiert. Der Feindpanzer rückt vor. Der Panzer ist auf dem Weg! Komm mal schön zurück, Jung. Lass mich vom TÜV. Die Soldaten rings um den Panzer! Kannst du nicht mit Sniper spielen? Spielt jeder mit Sniper irgendwie. Ihr Panzer ist auf dem Rückzug! Können die hier durch? Von wo kommen die Leute? Der Panzer hat den Rückwärtsgang eingelegt! Ah! Bist du näher? Keine Ahnung, wo die überall spawnen können, wo die lang können. Ihr Panzer rückt vor! Moment, wo bin ich denn jetzt? Ja, Moment, ich habe einen 3 Kilometer Weg zu laufen. Sekunde. Der Feindpanzer rückt vor! Komm nicht. Ja, hab ich verstanden. Oh, da war noch einer. Der Panzer ist auf dem Weg! Sehr schön, der wird aufgebaut. Und hat sich die Granate vor die Füße geworfen. Wir haben eines unserer Flakgeschütze zerstört. Tötet die Soldaten rings um den Panzer. Ihr Panzer rückt vor. Haben wir. Der Feindpanzer rückt vor. Der Panzer ist auf dem Weg. Sie dürfen unsere Flakgeschütze nicht zerstören. What? Daneben. Der Panzer zieht sich zurück! 2 Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind! So. Nach Mendocino. Was?
mal jemand aufbauen? Hat links aufgebaut. Ah, da hat er aufgebaut. Schön gemacht. Und ist da irgendwas hier? Bis jetzt noch nicht, ne? So, von wo kommen die denn? Die kommen von hier. Ja, natürlich. Wir haben halt immer gleich Sniper. Rückt vor. Kümmert euch um die Infanterie beim Panzer. Ja, ich komme ja schon. Und wo auch immer. Ich renne mal durch die Kirche hier. Der Feindpanzer rückt vor. Und guck den Keller mal nach rechts. Ihr Panzer rückt vor! Noch eine Minute! Sie dürfen die Flakgeschütze auf keinen Fall zerstören! Der Feindpanzer rückt vor! Tschüss! Ihr Panzer ist auf dem Rückzug! Tschüss! Feuert auf die Infanterie beim Panzer! Warum nur? Das ist eine Verantwortung, die der Panzer zurückführt. Mensch. Aber die anderen machen auch ein bisschen weiter, aber. Noch 30 Sekunden. Der Panzer zieht sich zurück. Komm, fahr zurück. Ihr Panzer ist auf dem Rückzug. Noch 10 Sekunden. Nein, warum treffe ich den nicht? Oh Gott, ich habe genau über den. Ihr Panzer rückt vor! Oh. Feuert auf die Feinde in der Nähe des Panzers! Hey, ich bin der dran. Ich fände ihn weiter. Beseitigt nicht alle Feinde beim Panzer. Wir waren siegreich. Wir haben den Feind lange genug aufgehalten, bis unsere Verstärkungen eingetroffen sind. Ging doch. Ja, und weil ich so gute Laune habe und weil die Folge gerade erst mal 33 Minuten geht. Die Folge ist 33 Minuten. Und nicht länger. Jetzt spannend könnte, die geht länger. Naja. Häng ich auf jeden Fall nochmal den Attack ran. Attack nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Deswegen. Macht mir einfach zu viel Spaß. Aber immer doch. So, ich habe Rauchgranaten bei. Bedeutet, wir können uns den Weg ein wenig neblig halten. Entschuldigung, falls ich ein bisschen zu wenig reden sollte während des Spiels, aber das ist halt. Ich kann mich da nicht immer auf alles konzentrieren und ich merke dann selber auch ehrlich gesagt nicht, ob ich gerade am Reden bin oder nicht. Der Lag. So unten. 2 Sekunden Lags. Hoffen wir, dass sie bis zum fertigen Spiel behoben haben. Und wie macht der Ding auf? Mhm. So, Eier überklebt. Haben wir noch Gegner? Gegner haben wir noch. Ich bin's. Er ist tot. Oh lol, hängt der denn in der Ecke rum? Ja, ich bin ja wieder da. Kein Stress. Kein Stress an der Front. Aber ist ja da. Hat der Ding wieder zugemauert? Dann haben wir die Vermauer. Mach da Dinge auf. Moment, ich mach mal kurz die Dinge dran. Ja, wir können. Oh, da steht einer. Steht einer. Da stand einer. Moment, ich muss kurz nachladen, das können wir. Rauchgranate bei, da habe ich schon verwendet. Erobert den Kommandoposten. Wann eine Rauchgranate werfen? Unten rechts wird mir eine angezeigt. Wie nutze ich die? Ich drücke G. Hä? Ja, wie nutzen? Warte, von wo? Ach, da liegt einer. Moment. Da kommt einer durch. Wir müssen nachladen. Das können wir. Also
Söldner werden. Prozent. Ich nehme den Kappes einfach nicht ein. Ich muss mal kurz meine Position wechseln. Die merken langsam, wo ich bin. Die ist mir auch langsam ausgegangen. Oh komm, 79%. Was haben wir denn die jetzt gemacht? Ich hab keinen da drin gesehen. Ich war die ganze Zeit alleine da drin. So. Den Kommandopfosten. Ding ist cool. Ding macht echt gut Damage und kann man gut mitzielen. Und leider fliegt die Kerngranate irgendwie nicht dazu. Wechsel gleich mal auf Scharfschützen. Oh, Moment. Oh, einfach mal empfehlen. Verdammt. Gebirg. Verdammt, Gebirg hat er nicht bei. Nehmen wir den. Der hat auch bei. Schalt im Wand drin. Oh, cool, nice. Wieso kann ich keinen Rauch? Keine Ausrüstung. Wie keine Ausrüstung? Wie du. Kann man einen Rauch werfen? Ich weiß nicht, warum ich die Dinger nicht werfen darf. Primär. Taktik, Rauch. Ich habe ja auch Rauch ausgewählt, so darf ich Rauch nicht nehmen. Kann man das erklären? Ihre Klasse ändern, was? Achso, ja, kann ich gleich jetzt machen, okay. Oh, da bin ich verzieht. Okay. Das ist nicht meine Waffe. So. Was? Keine Ausrüstung. Ich verstehe es leider nicht, sorry. Aber, hä? Jetzt habe ich keine Ausrüstung. Ist doch ausgewählt. Ja, die Rauchgranate. Die wird mir sogar unten rechts angezeigt. Oder ist das eine andere Taste zum Werfen? Sekunde. Einen Moment, ich guck mal ganz kurz rein, dafür geht die Folge auch ein bisschen länger. Tastaturzuweisung. Splittergranatehöhe. Taktikausrüstung. E. Ach, vielleicht hat E. Gucken wir mal aus. Weil er hat ja. Moment. Ah, alles klar. Dann geht's. Wir können. Die Brücke wird gebaut. Baut schnellstens die Brücke. Die Brücke ist halb fertig. Kann ich nicht bauen. Achso, die ist halb fertig. Ich muss weiter vorrücken. Alles klar. Deswegen. Okay, ist es mit E, weil es keine normale Granate ist, sondern so ein Taktik-Ding. Moment, ich werf auch. Es ist nicht neblig genug, hat noch einer Nebel? Schade. Cool. Wieso bin ich denn eigentlich der Einzige, der hier Nebel bei hat? Verdammt, Nebel war nicht gut geworfen. Nebel weiter nach vorne werfen, habe ich verstanden. Nebel! Was gammelt der denn da rum? Wir haben nicht mehr lange, ne? 23 Sekunden. Oh Gott. Nicht am Haus, am Arsch! Nein! Geht doch einer dahin, wir haben 14 Sekunden. Nein! Ach, come on! Lauft! Wir haben verloren! Die deutschen Verstärkungen sind eingetroffen, bevor wir die Brücke errichten konnten. Schade. Ist ja nicht mal ein Angriffsgewinn. Kann nicht so schwer sein. Na gut, dann würde ich mal sagen: 40 Minuten reicht erstmal. Wir haben den Krieg gewonnen, also zumindest, oder verloren, je nachdem, die Operation
Und wir schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge uns den letzten Modus noch an, der noch verfügbar ist. Und dann gucken wir mal, was wir danach noch machen. Ich bedanke mich fürs Vorbeischauen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Call of Duty World War II wieder dabei wärt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, vielleicht kommt dieses Video noch raus, wo die Open Beta noch läuft. Also ladet es euch runter und zockt selbst mal, falls ihr Bock habt. So, gefiel Ihnen das letzte Spiel? Ja. So, Aufgabe erfüllt. Ja. Und Level 11. Wie gesagt, schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.